Hallihallo, da sind wir wieder in der Sweet Legacy Challenge mit dem Fabiano, der sich jetzt erstmal ein bisschen Pizza reinzieht und zwar mitten in der Nacht. Ja, dann mal auf, mein Lieber. Greif mal zu. Die Cindy ist hoffentlich jetzt oben, genau. Die hat jetzt einen Läppi bekommen. Wo rennst du hin, meine Liebe? Wir müssen den doch noch absperren. Und zwar sperren für alle außer die Cindy. Genau. Jetzt will sie auch Pizza essen. Sie hat es wohl gerochen, dass der Fabiano da was macht, ne? Er hat den Kühlschrank aufgemacht und dann kam der Geruch einfach raus. Ja, guck mal hier. Tommy, der träumt von einer Gehaltserhöhung, von einer Beförderung. Lebenstier in Gefahr. Cindy läuft Gefahr, ihren Lebenstier glücklicher Single zu verlieren. Ja. Das klingt doch gut. Klingt doch wunderbar. So, die Chickie ist schon im Bett. Du gehst auch mal schlafen. So, ihr geht mal alle schlafen. Wir haben am nächsten Tag Winterfest. Und da wollt ihr doch bestimmt fit und ausgeruht sein. Was? Wie? Ich wollte hier gerade ein bisschen das Inventar sortieren. Jetzt kam der Sound. Johnny. Oh nein. Ich habe ja eigentlich gehofft. Nein! Was? Die Sina hat es gesehen und hat gedacht, ja, mache ich auch. Bin ich dabei? Oh mein Gott. Sina hatte ein gutes Leben mit Knochenbällen und Gebell geführt. Die machen das einfach, wenn alle schlafen. Ja, du brauchst nur einmal kommen. Ist auch gut für dich, ne? Also ein Doppelabnippeln hatte ich noch nie. Glaube ich. Warum kommen die einfach gleich? Wir haben die gleichzeitig adoptiert, gell? Wir haben die am selben Tag adoptiert. Oh nein. Ich hatte eigentlich gehofft, wir ziehen aus mit der Cindy, bevor die sterben. Aber daraus wird wohl nichts. Jetzt haben wir keine Tiere mehr. Wieso leuchtet das denn? Kannst du nicht die Sina vielleicht hier lassen? Also das ist kein schöner Start in das Winterfest, Leute. Das ist nämlich heute, jetzt am Mittwoch. Uni und Cindy sind soeben gute Freunde geworden. Die haben sich wohl astral getroffen, weil sie schläft, ja. Bring die zwei an einen guten Ort. Niemand verlässt diese Welt lebend. Und Tommy weiß das. Tommy hätte nur nicht gedacht, jetzt spielt er natürlich. Tschüss. Okay. Tommy hätte nur nicht gedacht, dass er sich so bald Gedanken darüber machen würde. Es gibt noch so viel zu tun. Wie soll Tommy das alles erledigen? Guten Morgen. Hast du es schon gesehen? Er läuft einfach dran vorbei. Was machst du? Flickflock spielen. Ja, er versucht sich abzulenken. Wenn er einmal ein bisschen trauert, dann hört er gar nicht mehr auf. Das glaubt er zumindest. Aber man muss es auch manchmal einfach rauslassen. Und danach kannst du ein bisschen aufräumen. Ja. Das ist kein schönes Bild von ja, Winterfest. Oh, ich habe das gar nicht angepasst, oder? Was müssen wir denn machen? Peterchen Frost? Der kommt doch tatsächlich durch den Kamin, wenn man einen hat, ne? Das ist schon cool. Ansonsten nimmt er den Briefkasten. Geschenke öffnen. Ja. Jetzt feiern wir tatsächlich unser Winterfest ohne die zwei Kleinen. Jackie, ich glaube, er will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Tu du mal Zähne putzen. Ja. Und einfach Hände waschen. Ich weiß ja auch nicht.
Mitten in einer Midlife-Crisis hat Fabiano beschlossen, dass Geigespielen sein Ding ist und er mehr Zeit darauf verwenden möchte. Ja, dann kaufen wir dir doch mal eine Geige. Können wir das in den Kleiderschrank stecken? Wir können das verschenken. Verschenk das mal bitte an die Cindy, dann kann die das in ihren Kleiderschrank machen. Oh, guck mal, ich habe eine Mütze gestrickt. Ich dachte, das passt zu deiner Haarfarbe. Ja, schön. Wer ist denn mit einer tiefgründigen Unterhaltung und von Ideen erzählen? Stimmt, das könnte so als Geschenk durchgehen, ne? Tatsache. Weiß gar nicht so die Absicht. Wir werden das Winterfest nämlich nicht hier feiern. Wir werden nach Mount Komorebi reisen dafür. Hm. Ach, guckt mal, er hat sogar 11 Stück hier drin. Ja klar, er hat sich ja öfters um diesen Garten gekümmert. Pflanzt die mal ein, bitte. Dann kriegt das natürlich auch die Sophie. Die muss ja inspiriert werden. Und die anderen kriegt einfach mal die Cindy. Die Cindy wird sowieso sehr viel kriegen, was die anderen im Inventar haben, bevor wir jetzt umziehen. Wer hat denn hier schon wieder Teig gefuttert? Das war nur ein Trostteig. Ja. Ist das Magie? Habe ich da Magie gesehen? Ja, ist doch nicht das erste Mal. Ich will das auch. Ja, ist okay. Du kannst mal inspiriert werden, Kleine. Kleine Große. Ja, wenn man die als Kind schon gesehen hat einfach, ne? Bleiben dann ewig klein einfach. Tu mal bitte vorbereiten. Wir machen Gemüse, weil ich glaube, das hast du leer gefuttert bald schon. Das kommt weg. Und das kann da rein. Die stellen wir auch mal raus. Die kommen natürlich auf den Familienfriedhof. Da werden wir auch dann mal nach dem Winterfest irgendwann mal hingehen und die Grabsteine hinbringen. Sollen wir bald mal das Taxi rufen oder was? Oder wie? Kann man da übernachten? Ja, da wo wir hinfahren, kann man tatsächlich übernachten. Da waren wir auch schon mal vor Ewigkeiten. Wir räumen aber erstmal auf. Ist hier schon wieder kaputt? Was ist denn los mit euch? Maximus, Ganzikus und so. Ja, du hast es nicht verlernt, ne? Da ist was drin. Sehr gut. Dann nimm mal bitte die Zutaten. Und dann haben wir... Genau. Das erfüllt. Prima. Ich glaube, bei dir ist auch schon einiges erfüllt hier. Guck mal. Und dann das hier. Erwachsen werden. Ah ja, okay. Dann haben wir gar nicht mehr so viel vor. Könnte... Was? Ach komm schon. Muss man dich jetzt wirklich schon wieder zurücksetzen? Hey, hat geklappt. Jetzt haben wir die 1 erfüllt. Oh, Fabiano hat wieder in der Tastatur wieder irgendwas Leckeres, Glänzendes gesehen und hat es direkt mal eingesackt. Jetzt warte mal bitte. 5-mal beschleunigtes Kochen verwenden. Hä? Sieh dich mal um, meine Liebe. Wenn man vorbereitete Zutaten verwendet, dann ist das hier beschleunigtes Kochen. Wie bitte? Rang 5 der Kochkarriere. Nein, ablehnen. Wir sind ganz, ganz knapp davor. Level 10 zu kriegen. Und da wollen wir auch hin. Okay, beschleunigtes Kochen. Dann machen wir das mal. Frische Zutaten brauchen wir nicht, aber das brauchen wir. Gemüseteigtaschen. Wir können auch die machen. Ja. Partygröße natürlich. Wir sind eine Riesenfamilie. Okay, wir sind 5. Wir sind geschrumpft um 2 heute. Oh nein. Es zählt ja jetzt schon. Noch nicht mal angefangen, aber schon gezählt. So, dann haben wir hier noch 3 vorbereitete Zutaten nehmen. Die mit frischen Zutaten hergestellt wurden. Okay. Heißt nehmen. Aus dem Ding hier nehmen? So aus der Rührschüssel? Standrührgerät. Ah, okay. Das wird so sein. Ja, könnt ihr schon mal einstimmen. Und jetzt nimm mal bitte dein Leppi mit. Alle wollen da drauf ihren Teller abstellen hier. Wie sieht denn eigentlich deine Haut aus, meine Liebe?
Ja, okay, du hast noch ein paar Pickelchens. Es war auch schon mal schlimmer. Aber macht gar nichts. Wir haben nämlich ganz tolle Tipps bekommen von den Zuschauerinnen hier und Zuschauern. Und zwar Wellnesscenter und doch auch diese Masken, die wir schon benutzt hatten. Ich wäre jetzt heute echt ins Wellnesscenter ge gerast mit euch, aber wir haben ja Winterfest, also von daher gehen wir dorthin. Wir haben aber eine Maske noch hier. Hydrierende Gesichtsmaske. Die könnt ihr ja benutzen. Sie macht ja eh noch Essen. Anwenden. Mach mal bitte. Oh, die Glitzerzucker. Cool. Okay, das können wir da reinstellen. Dann tun wir jetzt mal Zutaten vorbereiten mit frischen Zutaten. Hier ist wieder beliebiges Gemüse. Das haben wir doch schon gemacht. Meeresfrüchte. Okay, wir gucken mal wegen Gemüse. Spaghetti hier mit vorbereitetem Gemüse einfach. Was machen wir? Nachts jetzt ist auch schon, bevor der Kühlschrank aufgeht. Nein. Jetzt sind die plaudern. Okay. Ich sag nicht, wir haben da keine frischen Zutaten genommen. Okay, man muss die nehmen. Ach so. Ja, ich habe mich verlesen. Ich dachte, die muss das jetzt benutzen. Hi, Jackie. Oh, neues Persönlichkeitsmerkmal. Cindy war in letzter Zeit richtig fröhlich. Alles läuft gut und sie hat keine Sorgen. Das ist ein zusätzliches Merkmal. Es liegt nur an dieser tollen Maske. Machen wir. Cool. Bin so fröhlich. Ich habe die Schule geschafft. Ich war ja fast rausgeflogen. Habe ich euch gar nicht erzählt. Kochen ist appetitlich. Die Pfannkuchen werden gewendet. Dass Sophie kochen mag? Nein, sie mag es nicht. Sie macht das wie so einiges in ihrem Leben. Das ist Mus. Ja, dann isst doch. Ja, Jackie, willst du auch ein bisschen Nudeln? Spaghetti? Oh, du bist ja komplett satt. Ja, dann nicht. Ich bin Multitasking. Ich habe das Essen noch in der Hosentasche. Ja, auf dem Tisch steht es auf jeden Fall nicht. Ich sag doch Hosentasche, vertrau mir doch einfach. Ja, nee, ist klar. Ey, das spritzt ja voll. Das Ding braucht ja einen Deckel. Okay. Tommy nach seinem Tag fragen. Hoho. Über Speisezubereitung beschweren. Natürlich. Das machen wir ja. Mit der Mistelzweig knutschen. Hör mal auf zu essen. Ich suche doch eigentlich was anderes, ne? Händchen halten. Nee, das habe ich auch nicht gesucht. Nach Tagfragen. Smalltalk. Nach Tagfragen. Sie muss nicht inspiriert sein dafür, ne? Sie muss sie einfach nur nehmen. Guck mal, ich habe einen Mistelzweig gefunden. Ja, es gibt immer einen Grund. Und wenn es keinen gibt, ist das der beste Grund. So. Oh ja, jetzt haben wir eine Eins gekriegt. Gut, wir machen die aber natürlich erstmal in den Kühlschrank. Und werden jetzt auch mal abdampfen. Wir hauen jetzt ab. Die kommen auch in den Kühlschrank. Und wir reisen jetzt mal los. Egal, wer jetzt noch stinkt, der hat dann Pech gehabt. Oh, wie toll, wir haben wunderbares Wetter. Schön, da kannst du echt nicht laufen. Und da habe ich auch gleich mal eine Frage an euch, Leute. Habt ihr Lust, eine Partnerin für unseren Jonas zu erstellen? Wenn ihr da eine Frau erstellen wollt, eine junge Erwachsene, könnt ihr das gerne in der Galerie teilen unter dem Hashtag Sweet Legacy Jonas Freundin. Und wenn ihr das Video hier seht, dann nach 2 Wochen werde ich dann mir was aussuchen. Also 14 Tage habt ihr Zeit. Viel Spaß beim Erstellen. Ihr könnt auch gerne mehrere erstellen und ich werde wahrscheinlich einige von den Sims dann auch hier einfach einziehen lassen. Die können auch gerne Verwandte haben, wie ihr das wollt. Dann könnt ihr machen, wie ihr Bock habt.
Weil die Freundin wird erstmal nicht bei ihm einziehen, so wie der Robbie. Die wird erstmal woanders wohnen, weil, ne, Jonas ist halt Jonas. Man kann ja auch nicht einfach sofort mit so einem gemeinen Sim zusammenleben, ne? Der ist doch gemein, oder? Wie Google. Nee, er ist sogar böse. Unser böser Öko-Fanatiker natürlich. Gut. Das mal so nebenbei. Und was ich auch noch gesehen habe. Ich war ja bei denen im Haushalt, weil ich ja wissen wollte, ist denn jetzt der Enrico wirklich verlobt mit dem Robbie? Hat er ihm wirklich einen Antrag gemacht? Und ja, die beiden sind verlobt. Steht bei denen in der Schreibung drin. Man kann es jetzt hier leider nicht sehen. Kindheitsfreunde. Schwierig. Ja, die haben die Familiendynamik schwierig. Ah ja, schön. So, erstmal hier nach dem ganzen Gesabbel mal ein bisschen zur Verlobung gratulieren. Das kann man sogar machen. Ich flippe aus. Ich finde das so toll. Ja. Und bevorstehende Hochzeit wir haben. Ich würde ja schon gern spielen eigentlich, ne? Dass wir mal so einen Haushaltswechsel machen für einen Sim-Tag. Und dann die Hochzeit feiern. Na, ich weiß nicht. Oder wir tun die einfach bei uns in die Familie stecken für die Zeit. Die beiden. Und dann, na okay, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen will. Ich würde die halt echt gern vorm Traualtar sehen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Wir sind ganz aus dem Häuschen wegen deiner Verlobung und freuen uns schon riesig auf die Hochzeit. Das ist so schön. Was machst du? Du pupst doch nicht auf Weihnachten. Nee, du machst hohoho. Okay. Ich habe schon gerade gedacht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, die hier wollte ich eigentlich noch herholen. Komm mal zurück. Ja, komm mal hier rüber. Jackie Morelli hierher bringen. Und Fabiano. Oh. Du hast ja noch Schlafzeug an, Mann. Na, oh, wie toll. Na, Fabiano. Ich hoffe, dir wird es hier gefallen. So, wir gucken mal. Also man kann auch sein Kleinkind mitbringen. Wir haben hier einmal die ganz normale Bäckerei. Und man kann sich halt so ein paar Sachen kaufen, wie jetzt Kränze oder ich kann das Handy noch in Automaten klauen. Aus Versehen. Nee, ich glaube, diesmal gibt es nichts aus Versehen, ne? Das war einmal. Man könnte sich hier auch so eine Maschine kaufen. Und guck mal, wer hier ist. Ich habe ich ja schon ganz lange nicht gesehen. Das ist Fiona Trish. Da habe ich mal einen Sim mit einer Farbe gebaut, und zwar Gold. Freundlich vorstellen. So, was könnten wir denn Leckeres kaufen? Was wir später essen könnten. Müsli-Donuts zu Weihnachten? Nee. Hey. Von Ideen erzählen. Die Maske hat aber nicht geholfen. Diesmal nicht. Vielleicht hilft das ja auch nur im Wellnesscenter, ne? So, hier haben wir eins von den Häusern. Das ist das ein bisschen moderner. Hier sind auch noch ein paar Häuschen. Also wo man quasi dann übernachten kann, einfach so wie so eine Art Hotel. Ja, da ist schon einer. Ja, ich weiß auch wer. Die liebe Jackie ist ja einfach drin. Warum kriege ich das hier angezeigt? Ladenpflegefähigkeit erworben. Jetzt geht er natürlich sich ausheulen. Ja, ich muss, glaube ich, mein CC rausholen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Habt ihr auch so zuckeln? Habt ihr CC drin? Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich normal nicht so viele Probleme. Ja, zwar schon mal welche, ne, wo ich dann gesagt habe, ich muss neu starten, aber ja, jetzt im Moment, das ist schon irgendwie. Ja, jetzt geht's wieder. Juhu. So, wir könnten hier mal den Baum schmücken. Ach, mir wäre das auch schon hier. Okay, komm mal hier rüber, bitte. Und du kannst auch herkommen. Ich weiß zwar nicht, wo ihr rumspringt, aber ich habe gedacht, wir feiern das diesmal wieder hier. Vielleicht habe ich ja für das nächste Winterfest ein anderes Grundstück, wo man auch den Baum schmücken kann. Mal gucken. Oder wir machen das dann wieder zu Hause. Das wird dann aber Cindys zu Hause. Schön Schneeflocken, ne? Das ist schon cool. Wo ist denn die Selina?
Bin ich da? Naja, ich muss mal hier nach Tommy gucken, weil er macht sich in die Buchs. Geh mal bitte auf Klo. So, du machst mal die Baumdecke hin. Schneeflocke, weiß und gold. Überall Schottenmuster. Narfa. Ja, du kannst auch gern hier mitmachen, Fiona. Ach, da bist du, Selina. So, Fabiano, wolltest du nicht irgendwas Künstlerisches machen hier für dein Ansehen oder bewundern? Komm, dann mach mal hier bewundern. Das auch bewundern. Und vielleicht das noch. Ja, ist doch cool. Zum Glück sind hier so viele Sachen. Das kannst du auch bewundern. So, da hast du ja ein bisschen was zu tun erstmal. Die Zeit wird knapp. Ja, deine To-Do, schon klar. Über Interessen reden. Über Hochzeit reden. Also jetzt nicht über eure, so weit sind wir noch nicht. Ja, verschöner. Nein, da gab es Minus. Die Mutti hat es mitgekriegt. Das war wohl nicht gut. Zusammen singen. Das war doch das hier, ne? Mit Selina. Kannst auch die Miranda mitnehmen. Ein kleiner Frauenchor. Twinkle zips, twinkle zips, twinkle bazilorn. Ubed vani zorp beef whips, a new beef who's a day. Hey! Twinkle zips, twinkle zips, twinkle bazilorn. Ubed vani zorp beef whips, a new beef who's a day. Hey! Twinkle zips, twinkle zips, twinkle bazilorn. Ubed vani zorp beef whips, a new beef who's a day. Hey! Twinkle zips, twinkle zips, twinkle bazilorn. Ubed Wie traurig einfach die Mutti da weggeht, Mann. So, dekorieren mit. Mach mal bitte Girlande. Rot und Gold. Mit. Ja, genau. Mach das mal auch mit den beiden. Freundlich vorstellen. Bis sie sich auch ausheulen. Dekorier mal bitte weiter. Schmuck, gelb und weiß. Nee, blau und weiß. So. Dag Dag. So, so. Tiefel. Pana Harnip. Na, wie war dein Jahr? Ich hab gehört, du hast voll viel erlebt und so. Ich meine, ich tue jetzt so, als wüsste ich alles. Aber eigentlich weiß ich nicht so viel. Du musst mir eigentlich alles erzählen, weißt du? Obwohl, ich bin ja schon ein bisschen mysteriös hier aufs Grundstück gekommen. Winterfestgeschenk geben. Wir können ihm ja auch mal was geben. Was könnten wir ihm denn geben? In Klammern, was bräuchten wir vielleicht nicht mehr? Guck mal, ich gebe dir eine wundersame Wucherung. Weil da steht wundersam. Und das hat meine Tante aus einem ganz mysteriösen Spukhaus mitgeschleppt. Und ich habe eins, was ich dir geben kann. Vielleicht gefällt dir das ja. Bisschen grün. Bisschen Grünzeug für den Garten. Ich weiß nicht, ob er begeistert ist. Gib mal dem Väterchen Forst ein paar Erziehungstipps, Jackie. Das ist doch ganz dein Ding. Lebenshilfe zum Thema harte Arbeit geben. Über Träume reden. Hast du hier noch was zum Begucken? Festjubel bewundern. Ja, stimmt, die sind ja Bros. So, du kannst auch dekorieren. Die Spitze. Blau-weiß. So, Jackie, du willst doch bestimmt Geschenke. Du warst schon da, als ich ein Kind war. Ja, ja, der kam öfters. Grünes Lachen, bitte. Es sei nicht gemein zu ihm, Mann. Ja, mit einem guten Ho-Ho-Ho kriegst du das auch nicht mehr gekittet, Jackie. Über Gourmet-Speisen reden? Nach Geschenk fragen. Du, man muss immer die Früchtensachen nehmen, weißt du? Jetzt haben wir da so ein tolles Rührgerät. Mega toll.
Tangaloya. Oh, sie kriegt ja wirklich ein Geschenk, toll. Nibnab. So, du kannst auch nach Geschenk fragen und dann eine unglaubliche Geschichte erzählen. Inspirierendes Mausbooster hast du gekriegt. Oh. Was hast du gekriegt? Jazzkatzen, Schnurrhaare einer vergessenen. Ich sag's doch durch den Kamin, Leute. Auch wenn er an ist, ist dem egal. Macht dem gar nichts. Jetzt haben wir schon gleich 12 Uhr, es liegen keine Geschenke drunter. Achso, ich wollte doch ihm eine Geige kaufen. Beste Freunde werden. Ja, mach das mal. So, du bist echt ein guter Freund. Jetzt im Alter habe ich gemerkt, dass wir echt gut zusammenpassen. Wir sind ja beides Bros und so. Ich glaube, das stimmt, oder? Genau, die sind beides Bros und so. Habe ich doch gewusst. Fabiano und Tommy haben ihre Bromance weiter intensiviert. Jawohl. Komm, wir legen doch ein paar Geschenke hin. Wir machen das doch mit Geschenken. Ist egal, wie spät es ist. Aspa. Fluff with soup. Well, bish. Babinev. Du kannst auch noch ein Geschenk dazulegen. Zufügen. Und du machst es auch. So, und du machst es auch. Hinzufügen, und dann wird es mal geöffnet gleich. So, dann beleuchten wir den mal noch. Das sieht doch eigentlich gut aus, ne? Yay! Toll! Geschenke öffnen mit. Mit allen, die da sind. Die anderen sind schon leider weg. Selina und Enrico und so. Na, was hab ich denn da drin? Das will ich auch wissen. Da verleihst du gekriegt. Okay. Ach ja, Leute. Das war vielleicht nicht das allerschönste Winterfest. Aber ich fand es trotzdem ganz gut. Mir hat es Spaß gemacht. Es war erfolgreich. Wie schön. Okay, für Tommy war es grauenhaft. Ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.